Teil 10. Ich ziehe meine Stirn in Falten. Lasse, ich glaube, du weißt nicht, was das bedeutet. Verbrecher sind gefährlich, das weißt du ja wohl noch vom letzten Mal. Die kann man nicht einfach ansprechen und sagen, guten Tag, wir sind Ben und Lasse, die Superagenten. Bitte folgen Sie uns ins Gefängnis. Die sind erwachsen, die sind stark. Vielleicht haben die sogar eine Pistole dabei. Das ist nichts für uns. In der Spielzeugabteilung, wo wir gerade waren, sind auch Pistolen, meldet Lasse stolz. Ich bemühe mich, ruhig zu bleiben. Lasse, das sind Plastikpistolen, die nützen nichts. Aber du bist doch Agent Benjamin. Dir fällt immer etwas ein. Ja, lass mich mal überlegen. Ich glaube, als erstes sollten wir hier aus dieser Halle verschwinden. Vielleicht gibt es noch einen anderen Ausgang, der offen ist. Dann rennen wir da raus und rufen die Polizei. In Ordnung. Ich schleiche wieder zu der Tür zurück, aus der wir gekommen sind. Lasse folgt mir, stolpert aber über seine eigenen Füße und knallt auf den Boden. Aua! Psst, mache ich streng. Da ist jemand, höre ich eine Stimme vom Rolltor. Ich erschrecke. Sie haben uns bemerkt. Na ganz toll. Schnell, versteck dich, flüstere ich Lasse zu, ziehe ihn hoch und quetsche mich mit ihm zwischen zwei Stapel mit Kisten. Schritte kommen näher. Jemand leuchtet mit einer Taschenlampe dorthin, wo vor 5 Sekunden noch Lasse gelegen hat. Die Schritte kommen näher. Ich halte die Luft an. Ich höre, wie Lasse neben mir schnauft. Dann ein leises, zittriges: Jedes Tierlein hat sein Essen. Ich kann mich in dieser Ecke kaum bewegen, aber es gelingt mir, eine Hand zu heben und Lasse den Mund zuzuhalten. Dieser Superclown schafft es doch tatsächlich, uns in die Hände der Verbrecher zu spielen. Der Strahl der Taschenlampe leuchtet knapp an uns vorbei. Langsame Schritte ganz in unserer Nähe. Hoffentlich sieht er meinen Schuh in der Tür nicht, denke ich. Dann raschelt es in einer anderen Ecke. Die Schritte eilen in diese Richtung. Die Taschenlampe sucht. Dann die Stimme des Mannes. Ach so, war nur eine Maus. Er geht wieder zum LKW zurück. Ich atme erleichtert aus. Ich quetsche mich aus der Ecke und nähere mich auf 10 Spitzen der Tür, durch die wir gerade gekommen sind. Lasse folgt mir. Zum Glück sagt er nichts. Ich ziehe die Tür auf. Sie quietscht. Wir gehen hindurch. Ich ziehe meine Schuhe wieder an und versuche, die riesige Tür leise zu schließen. Aber leider kracht sie unbarmherzig laut ins Schloss. Mist, das war zu laut, sage ich und stoße schnell die zweite Tür auf, die wieder in den Verkaufsraum führt. Ich renne mit Lasse los. Hinter uns fällt auch die zweite Tür krachend ins Schloss. Kurz darauf geht sie wieder auf. Ich bleibe stehen. Lasse auch. Ich schaue ihn eindringlich an und lege meinen Finger auf den Mund. Hoffentlich kapiert er das und quakt jetzt nichts Blödes durch den Raum. Lasse nickt. Schritte. Taschenlampe. Ich gehe in die Hocke. Lasse auch. Er schaut mich mit großen, ängstlichen Augen an. Ich lege nochmal meinen Finger auf den Mund. Lasse nickt. Der Mann geht auf die Rolltreppe zu, bleibt vor ihr stehen, leuchtet hinauf. Lauscht. Geht auf die Kasse zu, leuchtet. Schaut hinter die Theke. Geht weiter. Wenn er jetzt an unserem Gang vorbeikommt, haben wir keine Chance. Wir hocken hier einfach auf dem Boden und haben uns nicht ins Regal gequetscht. Ich will jetzt bloß keine Geräusche machen. Ich halte die Luft an. Der Mann geht weiter, leuchtet hier und da. Dann höre ich, wie die große Stahltür wieder aufgezogen wird. Es quietscht, dann donnert die Tür. Puh, mache ich und atme erleichtert aus. Das war knapp. Und was machen wir jetzt? Fragt Lasse. Jeden Tag werden wir dich mit kleinen Videos erreichen können. Wir wollen dich so in die Adventszeit ganz bewusst einstimmen und dich auf Weihnachten vorbereiten. Wie bei einem richtigen Adventskalender gibt es auch hier Türchen, hinter denen sich täglich spannende, unterhaltsame und geheimnisvolle Videos verstecken.
Du bist neugierig? Dann schau doch bei unserem YouTube-Kanal Christliche Versammlung Rendsburg vorbei. Wir freuen uns, dich da begrüßen zu dürfen, und da kannst du auch den ganzen restlichen Adventskalender anschauen. Und lass es so dein mit Abstand bestes Weihnachten werden.